Auch nach drei Semestern sehen die Studenten in Bayern nicht ein, dass sie für ihr Recht auf Bildung zahlen müssen. Tausende haben im Freistaat in mehreren Städten für die Abschaffung der Studiengebühren demonstriert. Tobias Dreier, Organisator der Demo in München, erklärt warum. Weil Studiengebühren unsozial sind, sozial selektiv wirken und weil sie abgeschafft gehören, genauso wie dieser Nonsens mit dem Büchergeld. Da hat man auch erkannt, dass es Quatsch war und dann hat man es abgeschafft. Das Gleiche muss mit Studiengebühren erfolgen. Ich kann nicht 10 Milliarden in der Landesbank versenken und 10 Milliarden Euro, diese gigantische Summe, aber nicht 150 Millionen Euro für die Jugend von heute aufzutreiben, um ihnen die Studiengebühren zu erlassen, das ist mehr als schäbig. Die Landtagsfraktion der Bayern SPD unterstützt die Studenten bei den Demonstrationen in ganz Bayern. Angelika Weikert in Erlangen, Helga Schmidt-Bussinger in Nürnberg, Dr. Christoph Rabenstein in Coburg. In München Natascha Kohnen und Isabel Zacharias, die hochschulpolitische Sprecherin der Fraktion. Ich glaube, dass die CSU-FDP immer noch der mehr anhängt, dass Bildung etwas mit Privilegien zu tun hat, irgendetwas mit Elite zu tun hat. Ich glaube an das Grundrecht an Bildung und das muss für jeden jederzeit immer gewährt werden. Und deswegen müssen alle Bildungseinrichtungen kostenfrei sein, so natürlich auch die Hochschulbildung. Die Landtagsfraktion war von vornherein gegen Studiengebühren und der Grund liegt daran, dass Bildung der Rohstoff unseres Landes ist, der allen zugänglich sein muss. Studiengebühren verhindern die Gerechtigkeit unter den Studierenden, das heißt die Abiturienten, die aus bildungsferneren Schichten kommen, aus sozialärmeren Schichten, haben definitiv Schwierigkeiten, in ein Studium einzutreten aufgrund der Studiengebühren. In Deutschland und besonders in Bayern kommt es darauf an, im richtigen Elternhaus aufzuwachsen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind aus einer Akademikerfamilie studiert, ist 6-mal höher als bei einem Arbeiterkind. Das hat man gemessen, bevor die Studiengebühren kamen. Studiengebühren verschärfen die soziale Auslese. Wissen macht reich, steht auf dem Aufkleber der SPD-Landtagsfraktion. Die Studierenden nehmen das gerne auf und kleben teils gleich mehrere auf ihre Jacken und Taschen. Nur wenn wir das Wissen gerecht verteilen, kann es auch eine Kontrolle der Macht geben und Wohlstand für alle. Der Staatsregierung von CSU und FDP ist das egal. Stur fahren die Neoliberalen ihren Kurs weiter. Umso wichtiger ist es, oft und zahlreich zu demonstrieren. Ich glaube fest daran, demonstrieren bringt immer was, weil die da im Maximilianeum es natürlich mitbekommen, dass schon zum zweiten Mal Tausende von Studierenden auf die Straße gehen. Heute in Nürnberg, Erlangen, Coburg, München, zigtausende werden sagen, wir wollen die Gebühren abschaffen und das wird Wirkung haben.